Sofia Tomalla unterstützt ihren Alex Zverev, wo sie kann. Bei diesem Tennisturnier fliegen nicht nur Tennisbälle, sondern auch Herzchen über den Platz. Beim Rolex Paris Masters 2021 am 3. November 2021 zeigte Alexander Zverev, 24, wieder einmal, was er drauf hat und gewann das Match gegen den Serben Dusan Lajovic. Bei dieser besonderen Cheerleaderin aber wohl kein Wunder. Schließlich spielt es sich bestimmt gleich doppelt so gut, wenn man weiß, dass die Liebste zuschaut. Tatsächlich saß Moderatorin Sofia Tomalla, 32, nämlich in der ersten Reihe am Spielfeldrand und ließ es sich nicht nehmen, ihrem Schatz die Daumen zu drücken. Im Video zeigen wir den süßen Moment, Alex Zverev und Sofia Tomalla schweben auf Wolke 7. Sofia Tomalla scheint langsam echten Gefallen am Tennis zu finden. Oder liegt's doch nur daran, dass Alex Zverev auf dem Kurs steht? Schon in Wien feuerte sie den Profi-Tennisspieler an, der dann auch prompt das ATP-Turnier in Wien gewann. Neben dem Sieg gab's für Zverev noch einen fetten Kuss seiner Liebsten. Da ist jemand, zu Recht, ziemlich stolz auf den Erfolg des Partners. Und daran, dass wir Sofia demnächst wohl öfter auf der Tribüne sehen werden, dürfen wir uns möglicherweise gewöhnen. Zumindest, wenn es nach Alex Zverev geht. Noch 10 Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten, erklärte er nämlich in seiner Dankesrede an Sofia. Süß.